Herzlich willkommen zu Urknall Weltall und das Leben. In Göttingen haben wir Kerstin Weiß für Sie aufgezeichnet. Den Vortrag haben Sie ja schon gesehen. Die Fragerunde im Anschluss an den Vortrag, vom Winde verweht, was für ein Titel. Also es geht offensichtlich um das geladene Material, das hier massereiche Sterne in Zeit ihres Lebens ins interstellare Medium abgeben. Die Fragen dazu und die Antworten, die reichen wir Ihnen jetzt nach. Wo und wie werden die höheren Elemente ausgebrütet? Da gibt es hauptsächlich zwei ganz wichtige Prozesse. S- und R-Prozess heißen die. Das hat nichts mit Fusion zu tun, sondern mit Einfang von Protonen oder Neutronen. Passiert auch bei der Supernova, da haben Sie zum Beispiel den R-Prozess. Da kommt also irgendwann, wahnsinnig, deswegen bilden wir auch einen Neutronenstern, viele Neutronen. Jetzt haben Sie ein hohes Element, irgendwas knapp unter Eisen, schießen da mit Neutronen rein, fängt das ein, kommt das nächste Neutron, fängt das ein, produzieren auf die Art und Weise neutronenreiche Elemente. Dann können Sie allerdings, wenn Sie irgendwann Neutronen eingefangen haben, einen Beta-Zerfall machen, dass also das Neutron in ein Proton zerfällt mit der Abgabe von Neutrinos und Elektronen oder Positronen. Und dann kriegen Sie ein Element mit einem höheren Protonenzahl. Das heißt, es ist ein komplett anderes, das ist nicht über Fusion, sondern Neutronen einfangen. Werden auch Eisenatome bei einer Supernova ins All geschleudert? Nö, eigentlich wird das meiste sogar wieder dissoziiert, heißt das. Das heißt, das sind so hohe Energien, dass sie die großen Teil der hohen Elemente wieder zerteilen. In der Mitte des Sterns ist ja der Eisenkern. Wird dieser jetzt auch ins All geschleudert? Genau, es kollabiert. Der ganz innerste Teil wird dann zumindest kurzfristig erstmal für Neutronenstern. Wenn der feste Neutronenstern da ist, prallt der Rest des Materials an dem ab. Das heißt, ein kleiner Teil von dem Eisen kann auch reflektiert werden. Sie sagten, dass man den Sterbetag der Sterne nicht bestimmen kann. Ist das auch bei unserer Sonne der Fall? Ja, Sie können es nicht auf die Stunde, Minute oder so klar machen, weil wir einfach nicht sehen, in welchem Zustand der Stern ist. Wir wissen grob, wie alt er wird. So ein massereicher Stern wird 4-5 Millionen Jahre alt. Ich weiß aber jetzt aber nicht, ist Betelgeuse jetzt gerade bei 4,999 oder ist er nur bei 2? Also wie lange hat er noch? Weil das Ganze, was mir diese Fusion macht, das ist im winzigsten Bereich. Meine ganzen Zeichnungen waren hochgradig überzeichnet von den Größen, wo das stattfindet. Und es braucht halt auch ewig für ein Signal, das von innen nach außen kommt. Das heißt einfach, wir können nicht wirklich hineingucken, wie weit ist der Stern. Und wir haben auch sonst keine Methode zu gucken. Wenn ich nicht weiß, wie viel Wasserstoff, Helium und sowas hat er schon verbrannt, weiß ich auch noch nicht, wie alt er jetzt geworden ist. Bei der Fusion in den Sternen entstehen immer schwerere Atome, bis hin zu Eisen. Wo kommen die noch schwereren Elemente her? Dass eben Neutronen eingefangen werden. Sie haben einen Kern, irgendwas relativ hochatomreichiges. Jetzt kommt ein Neutron und wird eingefangen. Es wird einfach mit so heftiger Geschwindigkeit in den Kern gedrückt, dass der Kern das behält. Dann kann er entweder ein Kern mit einer höheren Neutronenzahl werden oder er zerfällt das Neutron in einem Proton. Und dann bekommen Sie ein anderes Element. Dann kommt das nächste, dann passiert das wieder und so weiter. Woraus besteht der Sonnenwind? Prinzipiell ist das ein Plasma oder eben geladene Teilchen. Hauptsächlich Wasserstoff, weil das der hauptsächliche Teil am äußeren Rand ist. Der Wind geht ja von außen ab. Welche Prozesse sorgen dafür, dass ein variabler Stern entsteht? Also es ist einfach irgendeine Eigenschaft, die der Stern bekommt. Er muss diese eine oder andere Variabilität zeigen. Wir wissen aber nicht, tun es alle von den massereichen Sternen, tun es nur ein paar. Die Phase ist ja auch nicht sehr lange. Das heißt, ich muss sehr viel beobachten, um zu wissen, ich kann ja nicht die Millionen Jahre gucken, wird der jetzt einer, wird er nicht. Also im Moment ist das einfach noch ein paar mehr beobachten, ein paar mehr Eigenschaften rauskriegen, warum es die einen werden und die anderen nicht. Es mag vielleicht einfach ein ganz gewisser Massenbereich sein in der Entwicklung. Man sieht ja, die Massearmen werden keine LBVs. Ist auch nicht klar, ob jeder so eine große Eruption macht oder nicht. Von unserer Sonne wissen wir, dass die Sonnenkorona heißer ist als die tieferen Schichten. Gibt es diese Phänomene bei massereichen Sternen auch?
Also wasserreichen Sterne haben weniger Corona. Es gibt da viele andere wasserärmere Sterne, die auch Coronae haben. Also die Temperatur von Coronae können Sie bestimmen. Wir haben auch grob eine Idee, wie so eine Corona erzeugt wird. Wo bleiben die schweren Elemente, wenn die Sterne nur aus Wasserstoff bestehen? Die Elemente werden ja wieder abgegeben. Ich meine, das mit Wasserstoff ist das von dem Wind. Das, was der Wind abgibt, ist viel Wasserstoff, ein bisschen Helium dann. Aber in der Supernova erzeugen sie ja dann, gibt es ja auch den Rest. Ist die Gesamtmasse des Sterns wichtig oder nur der Sternkern bei der Entstehung von zum Beispiel Neutronensternen? Ja, das ist das, was im innersten Bereich noch vorhanden ist. Also wirklich da, wo die Fusion war. Also nicht der ganze Stern, der hat halt nur eine Hülle, deswegen sagte ich auch, das passiert im Innersten, da ist, ich weiß nicht, wie man das radiusmäßig machen kann. Also wenn das der Sternradius ist, dann haben Sie hier vielleicht ein Mondkorn oder so in der Mitte, in dem diese Fusion war und die dann eben diese Grenzmasse haben muss. Der Rest ist Hülle und das ist auch der Teil, der dann reflektiert und weggeschleudert wird. Warum sind die kleinen Sterne nicht variabel? Das stimmt nicht, dass die kleinen Sterne nicht variabel sind. Andere Variabilitäten, aber Lyrisch-Sterne sind ein, zwei Sonnenmassensterne, die sind trotzdem variabel. Was ein bisschen im Zusammenhang ist, sie können natürlich nur, wenn sie massereich sind, ans Eddington-Limit kommen. Nur die Sterne können im Inneren so hohe Temperaturen erzeugen, dass der Druck überwiegt.